Was? Oh, ich habe den Text übersprungen. Aber ich kann das doch nochmal. Der nächste Raum ist der Raum der Stärke. Kommt es gegen die pure Gewalt dort an? Okay, ich stelle mich der Herausforderung. Mal sehen, ob die pure Gewalt auch auf Stollunior klappt. Eine Lady. Ein Mädchen. Unser Arenaleiter hat uns angewiesen, alles zu geben und dich zu besiegen. Auch wenn du sein Sohn bist. Tja. Aus Vitam Zengo. Huh. Okay, Zengo ist auch ein Pokémon, was keine Entwicklungsstufen hat. Was will er denn machen? Schwerttanz oder so? Und dann angreifen? Ich weiß es nicht. Ex-Angriff schon mal. Ja, ich glaube, das geht echt auf vollen Angriff. Aber dennoch habe ich nicht allzu viel Angst davor. Zermalklaue. Wow. Das ist stark. Also, wenn ihr bedenkt, dass die Attacke nur ein Viertel des Schadens macht, durch meinen Attackentyp, durch meinen Pokémon-Typ, Vergeltung, ist das nicht eine Kampfattacke? Fuck, Alter, der hat mich so verarscht, der hat mich so kurz davor gebracht, den zu besiegen und dann das erst. Ah, Arschloch, Alter. Okay, Kirlia. Mach einfach den Rest. Also, wenn ich überhaupt zuerst angreifen darf. Gut, ja, dann mach den Rest. Boah, hat der Senko mir echt doch eine reingehauen. Aber dabei habe ich auch alles gegeben. Oh. Wie du deine Pokémon einsetzt, erinnert mich schwer an deinen Vater. Geh weiter, der Arenaleiter. Dein Vater erwartet dich bereits. Okay, das ist tatsächlich der nächste Raum, wo er auf mich wartet. Aber ich könnte da reingehen und das machen, aber soweit finde ich, bin ich noch lange nicht. Ich will erst alle Trainer hier besiegen. Und wenn ich ja eh schon mal auf dem Weg hier raus bin, gehe ich nochmal schnell ins Pokémon Center, damit Stollunior weiterkämpfen kann. Weil ich will schon Stollunior weiter trainieren. Das ist echt einfach vom Level so weit hinter den anderen. Okay, nicht mal so weit, aber weit genug, um erwähnenswert zu bleiben. Finde ich. Hallo, was geht? Ja, ja, mach das Pokémon-Team mal wieder fit. Okay, freut mich. Freut mich sehr. Tschö. Und dann geht's in die nächste Runde. So, ich muss nur auch gucken, dass ich da keinen auslasse jetzt. Ne? Jetzt gehen wir mal. Warte, ich glaube wieder hier rein. Und dann den Weg hier. Raum der Verteidigung. Ich weiß nicht, wie. Achso. Ja, machen wir Raum der Verteidigung. Je stärker meine Verteidigung ist, desto rücksichtsloser kann ich angreifen. Hm, das wollen wir doch mal sehen. Geradak schon wieder. Na gut. Ich habe natürlich nichts, was eine Verteidigung durchdringt. Also wird das, glaube ich, ein langer Kampf sein. X-Abwehr, ja. Starke Verteidigung jetzt. Ja. Das wird ein langer Kampf. Kratzfurie. Ja. Sein Schaden. Genauso. Na, was heißt hier genauso? Ich mache immer noch einen. Wow! Volltreffer, gut. Das hat den Kampf schön abgekürzt bis jetzt. Also ich mache immer noch mehr Schaden als der. Zerze. Achso, ja, stimmt, klaut mir mein Item. Das hatten wir ja schon mal irgendwie. Und das war's. Mehr kann er da nicht machen. Na, ich lasse in der Defensive wohl zu stark zu wünschen übrig. Ja. Eine wertvolle Lektion. Raum der Stärke. Achso, Raum der Volltreffer. Also im Prinzip hier waren wir auch schon drin, ne? Raum der Stärke, erinnert euch. So, ne? Das heißt, damit haben wir jetzt auch beide damit geöffnet. Oder? Gegen die haben wir doch gekämpft. Ja. So, dann Raum der Volltreffer. Da wird wohl irgendwas. Gibt es ein Item, was Volltrefferquoten erhöht? Ich glaube schon. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich werde es dir garantiert nicht leicht machen, nur weil du der Sohn des Arenaleiters bist. Ich werde dir beibringen, was für ein Pokémon bedeutet, einen Volltreffer einzustecken. Wir haben bestimmt Sesselattacken wie Schlitzer oder so ein, was sowieso eine hohe Rate hat. Oh, schon wieder Zengo. Ah, ich habe schlechte Erinnerungen daran. Na gut, Stollunior, mach's. Ich
hoffe, das setzt einfach keine Vergeltung ein, dann könnte ich eine Chance haben. Angriffsplus, ja, das wird, glaube ich. Wenn jetzt noch so Attacken wie, ja, wie heißt das nochmal, Energiefokus einsetzt. Ne, jetzt kommt direkt die Zermalmklaue. Ja. Verteidigung sinkt, das ist schlecht. Für mich. Auf jeden Fall. Okay, wenigstens darf ich auch mal zuerst zur Abwechslung. Das schreckt er zurück. Ja, cool. Und dann hau ich noch einmal zu. Nein, er haut zu. Scheiße. Au. Und zwar doch ein Volltreffer. Das ist stark, weil ich meine, ein Schlitzer, gut, mit Volltreffer hat mir 20 KP abgezogen. Was wenig erscheint vielleicht, aber echt nur ein Viertel des Schadens ist, was er normalerweise machen würde. Ne? Gut, jetzt habe ich wieder ein Level-Up erreicht. Habe es auch diesmal geschafft. Dein Vater ist wirklich stark. Ich habe sehr großen Respekt vor ihm als Trainer. Und ich sehe, dass seine Stärke auch in dir ruht. Ich will einen Kampf der Generation sein, der Geschichte schreibt. Aber den siehst du nicht, wenn du die ganze Zeit in diesem Raum hockst, mein Freund. Ja, da ist wieder der Arena-Leiter. So, dann gehen wir wieder. So, das war jetzt so, glaube ich, die Mitte, so, die ich gemacht habe. Jetzt muss ich nochmal den rechten Weg gleich gehen. Da warten, glaube ich, wenn ich jetzt richtig denke, noch zwei Trainer etwa auf mich. So, hier entlang. Raum der Genauigkeit. Also, die Attacken gehen niemals daneben. Hihihi, das ist der Raum der Genauigkeit. Das ist schon ziemlich fies, wenn jede Attacke ein Treffer ist. Tja. Sehen wir mal. Und wieder ein Eneko. Ich verstehe so ungefähr. In der ersten Stufe der ersten Tür haben die alle Enekoro, dann in der zweiten alle Geradax, in der dritten alle Sengo. So verstehe ich das ungefähr. Was hat die jetzt? X. Genauigkeit. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Item war. Ich habe gar nicht hingucken, ehrlich gesagt. Aber Genauigkeit steigt. Das habe ich noch gesehen. Ja, okay. Kann jetzt jede Attacke ein Treffer sein. Überzeugt mich. Ja, überzeugt mich doch schon ein bisschen, wenn es so. Was hier gesagt ist, scheiße, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Ich habe nicht sowas wie eine Flöte oder so, ne? Nein. Ne, ich glaube, ich habe. Statusheilmittel, müsste ich ja gucken. Ja, ach komm, wir haben 11 Maronenbeeren. Ich gebe dem einfach eine. Sagen wir mal, nicht so geizig, zumindest für das erste Mal. Dann kommt der Duplex-Sieb. Okay. Das Problem ist, wenn jetzt direkt der nächste Gesang kommt, dann. Nö. Das ist auch umso besser für mich. So, vor der Attacke habe ich jetzt noch nicht so die Angst, wenn das jetzt weitergeht, dann könnte das problematisch sein. Theoretisch müssen es ja noch 16 Treffer sein, die ich abbekomme. Scheiße, ey. Mann. Okay, das eigentlich ist das echt bis jetzt sogar die beste Taktik. Mich immer zum Einschlafen zu bringen und das trifft ja sowieso. Ach komm, aber ich bin jetzt auch nicht geizig mit meinen Bären. Und da kommt der Duplex-Sieb wieder. Okay. KP gehen ein bisschen runter. Ich hoffe. Nein. Genau das ist das, was ich befürchtet habe. Jetzt bin ich ja so gesehen gefangen in diesem Gesang-Ding. Ich mach trotzdem weiter die Maronenbeere rein. So, ich gehe in Duplex-Sieb und dann, wenn ich wieder mich wach gefüttert habe, dann. Naja, werde ich wieder zum Einschlafen gebracht. Nee, aber wenn er natürlich doof ist und dann doch nochmal Duplex-Sieb macht, dann ist das doch meine Chance zuzuschlagen. Und genau die nutze ich jetzt auch. Ja, wunderbar. Boah, das war doch ein lang angehender Kampf. Andauernder Kampf, Mensch. Du musst mir auch glatt ein bisschen überlegen. Hier warten auch weitaus stärkere Trainer auf dich. Längs geht's in den Raum Verteidigung, rechts in den Raum der Erholung. Okay, machen wir den Raum der Erholung. Verteidigung habe ich ja schon. Den Raum. So, vielleicht, wenn ich schon mit Stollhühner weiterkämpfen möchte, ein Supertrank oder vielleicht sogar ein Sprudel, was 60 KP auffüllt. So.
immer wenn der, wenn du den Sieg in greifbarer Nähe siehst, führt dein KP, führt dein Gegner die KP seiner Pokémon auf. Ich kann nicht lesen. Kannst dir vorstellen, wie frustrierend das ist. Nein, dann lass mich dir auch kurz demonstrieren, wie ich das anfühlt. Ah, ja, ich kann mir schon vorstellen, was ist immer. Ich hau ihn und der macht immer Erholung. Deswegen habe ich eigentlich schon eine andere Idee. Also ich probiere es erstmal so. Aber ich glaube, auf Dauer würde niemand in diesen Kampf gewinnen. Weil der halt schwach ist, aber ich ihn halt nicht besiegen kann. Okay, theoretisch würde er ihn auf Dauer gewinnen. Oder der, dessen AP als erstes nachlassen. Aber mal sehen, vielleicht kriege ich ihn jetzt zum Zurückschrecken oder so und dann wird das ja noch was. Also ich glaube, dann würde Erholung einsetzen. Und zwar genau jetzt. Nee, Lebensula. Okay, du Idiot. Selber schuld. Aber gut. Wenn es jetzt kein Volltreffer wird, überlebt er es noch. Ich hoffe, meine Flinkklaue haut zuerst zu, weil ich glaube, jetzt wird er Erholung einsetzen. Nein, ein Supertrank. Okay. Dann halt ein Supertrank. Ja gut, war jetzt nicht so stark wie ein Eisenschädel, aber davon habe ich noch einen übrig. Okay, und da geht er wieder weg. Das haben jetzt echt schon alle einmal gemacht mit mir. Diesen immer mehr das Item geklaut. So, jetzt kann ich keine Eisenschädel mehr einsetzen. Ich weiß nicht. Anscheinend kann er doch keine Erholung, sondern sein Special Move ist, dass der andere Typ, also dass der Trainer, dem einen Supertrank gibt. Ja, dann ist das natürlich ganz schön scheiße für den. Okay, coole Taktik. Ich bin mit dem Auffrischungs-KW einfach nicht nachgekommen. Ja, ich habe es mir echt anders vorgestellt. Ich hätte vom Kind unseres Arena-Leiters nichts anderes erwartet. Oh, was rede ich? Um ein wirklich guter Trainer zu werden, braucht man vor allem Engagement. Ich habe mich eindeutig nicht genug angestrengt. Aber jetzt geht der nächste Raum, ist der Raum der Volltreffer. Und den haben wir ja auch schon gemacht. Den Raum der Volltreffer. Und ich glaube, danach kam auch der Arena-Leiter. Also es führt uns keinen Weg, also es führt keinen Weg mehr dran vorbei. Wir kämpfen gleich gegen den Arena-Leiter. Ich gehe dennoch noch einmal ins Pokémon-Center. Gut, es ist nur Stollhühner und es ist eigentlich auch nur wegen dieser Attacke Eisenschädel, aber trotzdem, ich will zumindest gegen so einen starken Trainer, der in einer Arena ist, so gleich auf sein. So, na gut, das ist ja gleich auf, also dass ich komplett geheilt bin und dass er komplett geheilt ist, ne, das ist ja sowieso. Das sind Sachen, die in der Pokémon-Liga dann nicht mehr so möglich sind, weil man sich ja dort nicht mehr heilen kann. Aber hier machen wir das ja noch. So, dann nehme ich mir lieber mal so eine Minute mehr. Okay. Ich bin mal gespannt, was er für Pokémon hat. Also ich vermute, meine Spekulationen waren ja auch letztes Mal richtig treffend. Ich vermute Geradax, Sengo und Enekoro werden irgendwie auch eine Rolle darin spielen. Ich weiß nicht, ob alle drei vorkommen werden. Aber ich glaube, mindestens eins dieser drei Pokémon werden wir sehen in diesem Kampf. So, da wären wir. Mein eigener Vater. Achso, geht der Kampf direkt schon los, oder was? Sobald man diesen Raum betritt. Das ist natürlich gemein. Oder dürfen wir noch? Nö, wir dürfen nicht. Es geht direkt los. Ich dachte so, ne, für, falls man vorher sich noch vorbereiten will oder so, nur mal kurz reingucken will. Du hast ja also vier Arena-Orden erkämpft. Na schön, versprochen ist versprochen. Lass uns einen Pokémon-Kampf austragen. Mein Vater. In so einem Dojo. Achso, ich darf doch. Na gut, dann nehme ich alles zurück, was ich gesagt habe. Marco. Es macht mich so glücklich, dass mein eigener Sohn stark genug ist, um gegen mich zu kämpfen. Aber ein Kampf ist ein Kampf. Als Arena-Leiter habe ich einen Ruf zu verteidigen. Ich werde alles tun, um dich zu besiegen. Dasselbe erwarte ich von dir, Marco. Und los geht's. Okay, zwei Arena-Kämpfe ziemlich schnell hintereinander. Litterking. Oh, okay. Boah, das Pokémon ist echt ein Bär. Okay, eigentlich ein offizielles Faultier. Drei Pokémon hat er. Okay, mal sehen. Ich hoffe, der kann keine Kampfattacken oder so. Finte.
Unlicht. Was ist denn das für eine Animation? Er schwebt einfach. Okay, ich glaube, dann habe ich nicht so gute Karten mit Stolunia. Okay, ich darf zuerst sehr nett, aber das bringt eh nichts, denn Later King hat so eine Fähigkeit. Nämlich, dass er jede zweite Runde nicht angreift, sondern faulenzt. Tatsächlich. Es kämpft nur jede zweite Runde. Es hat Statuswerte in, also die ziemlich hoch sind, eigentlich so im legendären Pokémon-Bereich, so. So, er hat Gene eingesetzt, deswegen werde ich mein Pokémon tauschen jetzt. Ich nehme mal erstmal Pikachu. So, weil ich würde nächste Runde einschlafen, das verhindere ich halt durch so einen Austausch. So, jetzt aber, jetzt macht er wieder Faul, also faulenzt er wieder, also brauche ich auch gar keine Angst zu haben. So, ich überlege, ob es sich lohnt, Zertrümmerer einzusetzen. Es ist ja zwar sehr effektiv, aber ich weiß nicht. Also, es hat ja 40 mal 2, 80. Und das hat 65 mal 50% mal 0,5. Nee, mal 1,5. Ja, immer noch ein bisschen mehr Funkensprung. Aber andererseits kann Funkensprung paralysieren, Zertrümmerer kann die Verteidigung senken. Also, beides bietet sich, glaube ich, echt an. Heimzahlung? Oh Gott, was ist das denn? Was? Was ist das für eine Attacke, Alter? Ich kenne die gar nicht. Ist das einfach die One-Hit-Attacke? Wow. Ich wurde sehr überrascht gerade. Das Pikachu wurde so zerstört. Ich mache einfach weiter Felsgrab, einfach um so ein bisschen auch Initiative von dem zu senken. Boah, das Pokémon ist echt eine Wand, Alter. Das ist schlimm. Jetzt mache ich Eisenschädel. Zugabe. Okay, ich mache keinen Eisenschädel. Ich mache weiter Felsgrab. Okay. Ist, glaube ich, ein bisschen schwächer, ne? Aber so sehr stört es mich jetzt auch nicht. Dann wird halt seine Verteidigung, nicht seine Verteidigung, seine Initiative runtergerotzt wie sonst was. Leider sind seine KP jetzt wieder voll. Also, scheiße. Boah, es zieht echt wenig ab. Faulenzer jetzt noch eine Runde? Ich weiß es gar nicht. Ja, Stolin, der Boss muss keine Zugabe mehr machen. Dann versuche ich jetzt auch mal mit Eisenschädel und in der Hoffnung, den zurückschrecken zu lassen. So. Klappt aber leider nicht. Ah, okay, ich überlebe noch knapp. Ich könnte auch eigentlich einen Trank einsetzen. Wieso habe ich denn das jetzt nicht gemacht? Das wäre eigentlich die beste Gelegenheit gerade gewesen. Eigentlich echt doof von mir. Na gut. Ist zurückgeschreckt. Yeah. Okay, dann habe ich jetzt meine Gelegenheit. Gut, ich habe ein bisschen Scheiß gebaut, da ich es nicht direkt gemacht habe, aber jetzt setze ich es ein. Ich habe große Hoffnung in Stollung, ne? So, und da kommen wir. Die Schnarchnase ist, ihr müsst euch mal überlegen, der darf echt kaum angreifen, so, ne? Wenn er zurückschreckt, dann muss er die nächste Runde auch wieder aussetzen. Jetzt kommt wieder der Gene. Ah, dann darf ich wieder austauschen. Und ich hoffe, das nächste Pokémon kriegt dann nicht einfach diese eine Attacke da ab. Die ich zerstör dich Attacke. Okay, hoffen wir mal, dass so eine Konfusion von Kirlia ausreicht. Weil er kann ja auch finden, das ist ja auch sehr effektiv auf mich. Konfusion, reicht das? Ich denke sogar nicht, dass es reicht. Doch, zum Glück. Besiegt. Oh yeah. Wow, das sind Erfahrungspunkte. Und das noch durch zwei, müsst ihr auch bedenken. Beide ein Level up. Freut mich. Versuch Steinhagel. Wow, was? Wow, Leute, haltet die Presse an. Steinhagel. Hat zwar eine Genauigkeit von 90, aber steigt 75. Okay, etwas weniger Genauigkeit, etwas mehr Stärke. Und kann zurückschrecken. Zwar keine Initiative mehr senken, aber zurückschrecken. Also werde ich auf jeden Fall Felsgrab vergessen. Und ihn Steinhagel erlernen lassen. Okay, jetzt haben wir eine noch fettere Steinattacke drauf. Mundtier kommt jetzt. Okay, da setze ich jetzt Jungglut ein. Mundtier ist die Vorentwicklung von Later King tatsächlich. Es hat aber nicht diese Fähigkeit. Also, was heißt die Fähigkeit? Eigentlich ist das ja eher so eine Bürde. Oh, da die Attacke schon wieder. Warum ist die so stark, Alter? Was ist los? Was zahlt er mir überhaupt heim? Okay. Also er kann jede Runde angreifen, das meine ich damit.
Nicht nur jeder zweite, ich versuche es irgendwie zu. Wieso setzt er Zugabe ein, Alter? Er hätte mich einfach fertig machen können. Jetzt mache ich ihn fertig. Okay, gebe ich ihm halt die Zugabe, der will. Zack und tot, Alter. Keine Ahnung, was die Logik dahinter ist. So, und jetzt kommt noch ein Later King. Der hat echt zwei Later Kings. Damit lag ich schon mit meiner Prognose total falsch. Dass irgendein Geradax oder Enokoro oder Sengo in diesem Kampf vorkommen werden. Der hat echt nur dieses eine Pokémon, diese eine Pokémon-Art. So, jetzt haben wir das fette Level 30. Okay. So, ich bin jetzt eigentlich in der Hoffnung, hier mit Egel zusammen was zu reißen. Nicht One-Hitten, nicht One-Hitten, nicht One-Hitten, nicht One-Hitten, nicht One-Hitten! Das wäre meine Chance gewesen. Ich... Boah, scheiße, Alter. Die Slit-Hacking, ne? Ich... Nee. Habe ich einen Beleber? Ich habe Beleber. Ich will echt... Ich brauche Roselia. Das wird mir einen enormen Vorteil bringen. Okay, ich warte jetzt noch. Ne, warte, wie mache ich das? Ich... Keine Ahnung, ich guck mal. Ich versuche jetzt einfach erstmal mit Eisen... Also ich versuche mal ein bisschen Schaden zu machen. Angeberei. Ja, jetzt bin ich verwirrt. Ob mein Angriff ist hoch. Es ist gut und schlecht für mich gleichzeitig. Ah, genau das hätte nicht passieren dürfen. Jetzt kommen wir hier die Finte. Noch einen davon überlebe ich nicht. Okay, dafür kommt jetzt mein Eisenschädel. Stärker als je zuvor. Wow, das ist ganz gut im Schaden. Ah, das Problem natürlich ist... Ach gut, ich darf angreifen. Da ich ja trotzdem so gesehen Schaden nehmen kann, während er nicht angreifen kann. Jetzt kommt die nächste Finte. Okay. So, ich weiß nicht, ob... Okay, ich habe jetzt... Ich wollte unbedingt mit Roselia einen Egelsamen machen, um einfach einen Vorteil zu haben. Aber ich glaube, ich könnte jetzt auch mit Jungglut einfach beenden. Mit einem Doppelkick. Wenn er jetzt keinen Trank einsetzt. Ja, es ist gut. Er dürfte auch zuerst angreifen. Normalerweise. Und er hat mich fertig gemacht, aber... Gut. Hab jetzt einfach Gelegenheit genutzt. Jetzt ein Beleber an Roselia verschwendet, ne? Ich habe es nicht mehr eingesetzt, aber... Sei es drum. Er kriegt jetzt die ganzen Erfahrungspunkte hier dafür. Aber... Achso, Roselia kriegt auch, weil... Ah, okay. Oh, die Attacke ist cool. Giftspitzen gefällt mir sehr gut. Legt eine Falle mit Giftdorn aus und in den Kampf eingewechselte gegnerische Pokémon werden vergiftet. Dann vergesse ich dafür Stachelspore. Das ist echt gut für einen Kampf wie diesen hier, so ein Arena-Kampf. Das ist nicht wahr. Und ich krieg Money.